No one's gonna stop me. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Chain of Memories Recue Modus. Die haben das letzte Mal gegen Ansem und eine Cutscene gewonnen. Können wir was für dich tun, Wechsel? Du weißt uns nicht auf die Ehre. Och, Exo. Ich wollte dir zur Hand gehen. Das Potenzial dieses Helden, den du so verhätschelst, hat mich nicht überzeugt. Vielleicht wird ein Experiment meine Zweifel zerstreuen. Ich wusste es, dass das passiert. Für dich ist alles ein Experiment. Ich bin Wissenschaftler. Experimente sind meine Welt. Heidi. Okay, ich lass das. Schon gut, Wechsel. Wie du meinst, aber hör bitte mit der Charade auf. Du willst Sora doch nur auf die Probe stellen, um deine Marionette auszuprobieren. Marionette? Du solltest wissen, dass er das Ergebnis langer Forschung ist. So lang kann die auch nicht gewesen sein. Klingt auf, die Puppe besser. Ich verschwende bloß meine Zeit. Viel Spaß, aber nimm sie mit. Einen Joker, damit das Spiel spannend bleibt. Ist da draußen gerade eine Hochzeit? Jop, offenbar. Erzähl mir nicht, ich hätte keinen Respekt vor meinen Ältesten. Würde mir nie in den Sinn kommen. Boah, der Spruch ist cool. Das hat man zum Beispiel in Soras Cutscene nicht gesehen, da war die dann zu Ende. Aber das ist bloß eine Karte, was soll ich damit? Diese Karte enthält Soras und Rikus Erinnerungen an ihr Zuhause. Du hast jetzt die Chance, auf die Erinnerung des echten Riku zuzugreifen. Du brauchst bloß diese Karte und etwas Hilfe von Namine. Vielleicht bringen wir sie dazu, dich vergessen zu lassen, dass du eine Fälschung bist. Oder noch besser, wir schaffen dein Herz neu, damit du so wirst wie der echte Riku. Hey, Moment mal, was soll das heißen? Mein Herz neu erschaffen? Der echte Riku ist ein Feigling, der mit der Finsternis in seinem Inneren nicht zurechtkommt. Was will ich mit dem Herz eines Verlierers? Irgendwelche Einwände wechseln. Möchtest du jetzt Sora auf die Probe stellen oder nicht? Es muss getan werden. Was? Wechseln, wie kannst du nur? Habe ich nicht gesagt, dass ich dich sinnvoll einsetzen will? Reg dich ab, Kleiner. Es tut nicht weh. Nicht sehr. Ich werde dir zeigen, was wirklich weh tut. Dumme kleine Marionette. Hast du gedacht, du könntest mir auch nur einen Kratzer beibringen? Aber sie ist positiv. Namine wird Erinnerung daran auslöschen, wie ich dich zu Boden geschlagen habe. Sie wird dir die schönsten Erinnerungen einpflanzen, die du dir vorstellen kannst. Ist doch völlig egal, ob es Lügen sind. Nein. Nein! Au, mein Hals. Wir sind schon im sechsten Kellergeschoss. Wow. Dann wollen wir nochmal. Ich wähle die Mine diesmal. Ich bin für Wunderland. Voll asynchron mit dem Ton. Okay, da. Okay, die Karte sieht ganz normal aus. Ups. Okay, ich habe momentan 99 Raumkarten. Das bedeutet, auf Zufallskämpfe kann ich fürs Erste verzichten. Ich krieg nämlich... Jetzt würde ich wieder eine kriegen, aber ich habe momentan 99 Raumkarten. Mehr gibt's nicht. Also mehr kann man nicht gleichzeitig tragen. Ich glaube, wir gehen erstmal darauf. Und es läuft gerade ziemlich. Finde ich gerade weniger gut. Ich hoffe nur mal schwer, dass ich in die richtige Richtung renne und nicht wieder irgendwo in die falsche. Das passiert nämlich auch gerne mal. Da meine Orientierungssinn ja nicht der beste ist, wie ihr wisst. Bin ich richtig oder bin ich falsch? Ich glaube, ich bin falsch. Ne, ich bin richtig. Glaube ich. Kann auch sein, dass ich einfach eine Karte später hätte laufen können, aber naja. Was soll's. Wayne stört. So, jetzt mal da entlang. Ich renne vehement wieder hier durch, weil ich habe mir einfach nichts mehr verloren, so gesehen. Ich könnte jetzt natürlich noch mehr trainieren, aber ich bin jetzt Level 30 und Riku ist nicht mehr gerade schwach. Also, ich werde ihn sicherlich nicht auf 99 trainieren. Das könnt ihr knicken. Level 50 wird wahrscheinlich reichen. Falls es überhaupt so weit kommt, kann es sein, dass ich mit 45 schon am Ende bin. Ich weiß es nicht. Je nachdem, wie ich mich am Ende schlage. Okay, jetzt brauchen wir eine beliebige rote Karte. Nehmen wir die hier.
und eine beliebige grüne Karte. Nehmen wir die hier. Okay. Dann mal los, Stelzenknüppler. Go, go, go. Turbo-Boost. Und jetzt geht's. What? Ich hätte mich vielleicht vorher darauf einstellen sollen, wie schwach mein Kartenset eigentlich ist. Ey, treffe ich auch mal? Okay. Das Blöde ist bei dem Boss diesmal so wenig. Gut, ist aber auch nicht sonderlich schwer. Boah, Slowdown. Okay, dann zack, zack. Okay, jetzt beenden wir das. Er hat mich einmal getroffen, ich hätte jeglichen Schaden vermeiden können. Du Arschloch, was fällt dir ein, du kleines Sackgesicht, du elendes? Bestimmt dich auf direkt in die Hölle, fuckers! Und tschüss. Und trotzdem. Tschüss, hab ich gesagt. Okay, der ist geliefert. Und das wäre erledigt. Level gestiegen, wir erhöhen Sinistra-Punkte. So, wo lang müssen wir weiter? Okay, ich sehe schon, denke ich. Wir gehen einfach mal hier durch. Eine 8. Ich habe so viele Nullen, davon kann ich eine benutzen. Nullkarten ersetzen ja, wie ihr wisst, jede andere Karte, es sei denn, sie hat eine andere Farbe als benötigt. Eigentlich wollte ich durch die Tür, weißt du, aber wenn ihr unbedingt Stress wollt, gerne könnt ihr den auch haben. Dann haben wir immer von jeder Welt mal einen Zufallskampf. Passt mir nur gerade nicht, dass mein Spiel so leckt und langsam läuft, weil das hier so ein bisschen störend ist, wenn ich auch mich mit Gegnern hier boxe. Hört auf damit, hier Karten zu stechen. Boah, ich hasse diese Viecher. Hier eigentlich Reflektor. Ach, ich glaube, tut Attacken von vorne abwehren. Hält aber nur eine Anwendung. Na gut, das Positive an Rico ist, dass er ohne Nachladezähler hier nachstocken kann. So muss er jedes Mal eine bestimmte Anzahl quasi auf beten oder inständig sich eine Karte zurückwünschen. Wir sind im Sinistra-Modus. Wow, wie kommt das denn? Na gut, für solche Viecher ist der Sinistra-Modus wirklich awesome, weil ich kann hier einfach richtig durch Hack und Slay machen. So, nicht weg hier. Was brauchen wir denn hier? Eine 1. Nimm mal die da. Ich frage mich nur, wo ich die meisten meiner Taubenkarten habe. Wenn ich 99 habe, dann müssen die da irgendwo drinne sein. Okay, ich glaube, die Tür ist irgendwo da oben und ich habe hier gerade richtig schöne Lags. Fucking holy shit. Ach, bei meiner Kreuzung der Welten sind so viele von denen abgeblieben. Ich verstehe schon. Da ist schon der Ausgang, das heißt, diese Welt ist schon am Ende. Wir speichern. Und können euch gleich die nächste betreten. Warum so trübselig, Namine? Was spukt in deinem Kopf rum? Bedrückt es dich, ein falsches Spiel mit so aus Erinnerung zu spielen? Oder vielleicht... Lass ihn in Ruhe, Laxin. Namine möchte Sora vergessen. Was du nicht sagst. Keine Sorge, Namine. Ich nehme dir jeden Schmerz, egal was es ist. Das schwöre ich bei dem Glücksbringer, den du mir geschenkt hast. Ich komme wieder. I'll be back. Ich frage mich, wo da in dem Baum eine Tür ist. Einfach unglaublich. Als hättest du sein Herz völlig neu erschaffen. Das mit dem Glücksbringer war besonders rührend. Ich wusste gar nicht, dass du mit Erinnerung Karten in Andenken verwandeln kannst. So wie du Kairis Glücksbringer verändert hast. Schon bald wird Sora sie ganz vergessen haben. Und dann gehört er dir? Er wird sie nicht vergessen. Hä? Egal wie sehr ich sein Gedächtnis manipuliere, Sora wird Kairi niemals vergessen. Erinnerungen an mich machen seine Gefühle für Kairi nur stärker. Denn ich bin ihr Schatten. Na und? Das ist Anreiz, nicht zu versagen. Schreib Soras Herz um. Dann bist du jemand, nicht bloß der Schatten eines anderen. In Soras Herzen kannst du echt sein. Tja, kannst du das? Wer weiß. Wir laufen einfach mal weiter und
Speicher an dieser Stelle. Ich glaube kaum, dass ich in den 5 Minuten nochmal irgendwo durchkomme, aber wir probieren es einfach mal, soweit es geht. Wir nehmen uns Halloween Town vor. Ich kann ja auch einfach zwischendrin schneiden, ist ja kein Problem. Halloween Town mag ich, weil die Musik ist geil. Oh ja, das wird ein ziemlich langer Ritt, Freunde. Das wird ein langer Ritt. Ich glaube auch nicht, dass ich jetzt so weit komme. Wahrscheinlich werde ich mich hier ein bisschen mit den Heizlosen rumprügeln. Na komm schon. Ich will mich ein bisschen amüsieren, Jungs. Oh, ich habe auch mal wieder mehr als 15 Karten im Set. Und die haben auch alle ganz schön Pep. Au. Aber ich glaube, das sind wieder vom Abstufen her, oder? Ich habe keine Karte unter 4 dabei. Ist ja mal geil. So wellenförmig angerichtet, dass es mal rauf und runter und rauf und runter geht. Aber mit dem Set kann ich was anfangen. Oh, Bogi, Bogi, Bogi. Du kannst hier was gefasst machen, Digga. Wo müssen wir eigentlich lang gehen? Okay, da entlang. Spaß. Wird Halloween Town in dem Part eh nicht mehr abschließen, von daher kommt das dann im nächsten Part. Es geht erstmal darum, dass ich ein bisschen Privatvergnügen habe hier. Woo! Jetzt kommt endlich auch mal wieder Helikopter-Rico zum Einsatz. Oh, mein Desktop hat sich wieder auf Helix Reader verändert. Schön. Yuri FCW, sage ich da nur. So, du bist jetzt als nächstes dran. Und 1, 2, 3. Und 1, 2, 3. Helikopter Rico. Na, noch mehr? Ich werde dann einfach wieder zurück zum Speicherkristall laufen und dann, joa. Dann werde ich einfach da speichern und dann... Ja, dann werde ich schneiden und dann sehen wir uns auch das nächste Mal wieder. So einfach geht das. So, hier raus und dann nach unten irgendwo. Was habe ich hier eigentlich für eine Raumkarte ausgespielt? Mächtige Dunkelheit, oder? Ich weiß es doch gar nicht. Nee, offenbar doch nicht. Was habe ich denn hier in dem Raum ausgespielt gehabt? Ich bin so vergesslich, ich vergesse das sogar schon, wenn ich es gerade in das getut habe. Okay, jetzt machen wir nichts hier raus. Ups. Da hätte ich mich beinahe die Kante runtergeleckt. Mal schauen, vielleicht bekomme ich sogar noch ein Level Up zusammen. Huch, ein Gargoyle? Hey, nö, was macht der denn hier? Da fällt mir, was habe ich denn Feindeskarten hier in der Stadt? Levitas. Oh, Levitas ist geil. Also ein bisschen ungünstig wegen der Erfahrungspunkte, aber deswegen ist er geil. Jetzt bin ich Helikopter Rico. Jetzt lohnt sich das auch wirklich. Für 3 Nachstreckungen wird die Schwerkraft gedrittelt. Das heißt, ich kann um Länge höher springen als normal. An sich wirklich gar nicht sinnvoll, aber es ist halt trotzdem extrem lustig, muss ich sagen. So, komm, jetzt noch einen herzlosen Kampf, dann sollte ich nächste Stufe haben. Oder? Wie viel fehlt noch? Ja, die beiden noch und dann habe ich. Ich könnte jetzt auch rein theoretisch einfach vor dem Kampf fliehen, aber das ist unnötig, weil... Der war nicht mehr wie 2 Schläge noch am Stehen. So. Sind uns 3 Punkte. Ab 30 Punkten lohnt sich's eh, weil dann haben wir genug, denke ich. Dann kann ich den Rest auf LP packen und Angriff. So, wir speichern. Und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja, du klingst sicher aus. Bis dann. Ciao.